Trennt euch bitte. Hallo, liebe Leute. Es ist Folge 40. 40? 41. 41. Boah, er hat sich verzählt. Ich war dabei. Es ist Folge 41. Es ist Folge 41. Man muss sagen, wir hätten fast die Folge 40 nochmal aufgenommen. Das lag am technischen Equipment, das uns Probleme gemacht hat. Aber das soll euch jetzt nicht weiter stören. Jetzt läuft ja alles. Ja, jetzt wackelt die Bude wieder. Wegen eurem Lieblingspodcast. Naja. Was geht mir eigentlich die ganze Zeit durch die Hirse? Ach ja, richtig. Ich bin ja riesengroßer Domian-Fan. Jürgen Domian, kennst du? Hat aufgehört, leider. Vor ein paar Jahren schon. Wir haben auch Domian öfter schon mal thematisiert, aber heute will ich es ausführlicher machen. Bis zum Exzess, bis zum Erbrechen, bis nicht mehr geht. Aber Exzess und Erbrechen beim Thema Domian ist natürlich, ist kritisch. Jo. Weiß ich nicht, ob wir das unseren Fans, unseren Hörern zutrauen. Du hast natürlich recht. Ich bin eigentlich auch kein Domian-Fan, ich bin Fan der Anrufer. Das ist schon wirklich ein bisschen zu viel für mich, wenn ich sage, dass du dich da so aufgeilst, so ein bisschen an den kranken Geschichten, die diese Menschen erleben, beziehungsweise auch manchmal oft vorgeben, miterlebt zu haben. Ja, du bist da so ein kritischer Geist. Ja? Ich bin die Globuli und du bist hier. Multivitaminsaft. Klassischer Mediziner bist du. 0815. Naja. Mir ist der Jürgen, ist mir viel zu gesettelt. Und viel zu normal. Deswegen, ich stieß bei meinen Recherchen auf den Katzenesser, Uli. Nach was hast du denn recherchiert? Geiler Nachmittag. Und darauf stieß ich erstmal auf Domian, Jürgen. Und danach direkt auf Katzenesser, Uli. Kennst du Katzenesser, Uli? Lass mich raten. Nee. Der hat eine, wenn ich dich nicht der raten hat eine Freundin, lass, die sich nicht wäscht. So, richtig. Genau. Soll ich ein Zitat bringen vom Katzenesser Uli? Bitte gerne. Das klingt jetzt nicht so überzeugt. Ich finde auch die Story jetzt bis jetzt noch nicht so spannend. Ist halt ein Typ, der Katzen isst. Ich das esse natürlich meine frei lebende Katzen. Man nennt das auch falsche Hase. Oder auch, als Domian ihn fragt, wie er das macht, Knüppelkopf. Das war's. Ja. Knüppelkopf. Ich meine, also die Tiere selber aufziehen und die dann auch selber essen. Ja, nach zwei Jahren ist Katzenesser Uli die. Ja, aber wo ist denn das große Problem? Sehe ich genauso. Sehe ich ganz genauso. Vor allem, wir fressen alles Mögliche in uns rein, was Getier heißt. Und dann, warum soll man denn bei Katzen da mal einen Stopp machen, ne? Vor allem, die Sache ist ja einfach eigentlich ja nur die Distanz. Also, dass wir einfach, irgendwann hat der Mensch entschieden so, ich habe einfach keinen Bock mehr, irgendwie Teil des Ganzen zu sein, dass ich das Ding auch umbringen muss. Deswegen, Restaurant, ich gehe irgendwo hin, esse da und werde aber heutzutage immer noch damit konfrontiert, dass die Leute dann zum Beispiel so als Dekoartikel so ein Geweih irgendwie oder ausgestopfte Tiere in Restaurants platzieren. Aber auch zum Beispiel die Katze ist ja wohl auch Zufall gewesen, dass die Katze gut sich um Mäuse gekümmert hat. Dass die Katze einfach anschmiegsam ein bisschen wurde und gleichzeitig auf Distanz ging zu Menschen. Es ist ja ein Zufall, dass wir die Katze heutzutage nicht im klassischen Essensrepertoire haben. Wenn wir nicht Katzenesser Uli sind. Ja, aber hat der dann auch so ein bisschen Deko draus gemacht? Also, dass er jetzt sagt, der nimmt so ein paar Krallen und macht sich da irgendwie ein schickes Auto draus. Schickes Auto. Ja, nee, ja oder so ein Armband oder eine Halskette aus Zähnen. Also, man muss auch sagen, Domian beendete das Gespräch relativ zügig. Es wurde ihm dann doch ein bisschen zu bunt. Also, hör mal, Uli. Und dann gab es aber große Reaktionen auf den Anruf. Und zwar auch in der nächsten Sendung und in der übernächsten Sendung. Das heißt, das zog sich so ein bisschen hin. Viele böse Menschen riefen an und verurteilten den armen Uli für seine Tat. Und ich fordere jetzt hier einfach mal Katzen-Uli an die Macht. Das schrieb auch einer in den Kommentaren. Mir geht es darum, der hat über den Hust-Tellerrand hinausgeschaut, der Uli. Und hat sozusagen entdeckt, da ist noch anderes Getier. Allerdings muss man dazu sagen, in Deutschland ist es rechtlich verboten, Katze und Hunden Leid zuzufügen. Das ist nicht erlaubt. Deswegen, ja, es kommt halt drauf an, wie automatisiert schon die Vorgänge waren, die der Uli da abgefahren hat. Ich glaube, da kommt es nicht mehr drauf an. Da kommt es drauf an, ob er tötet oder nicht. Naja, also ich sag mal, wie er die schon aufzieht und so.
ob da so ein Mastbetrieb einfach aufgewacht hat. Das kam nicht raus. Katzen. Das kam beim Gespräch. Ja, das ist dann eben dann die Frage, wie, also wie es macht. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die laufen halt Bundesstraßen lang und das Tier, was links und rechts überfahren wurde, essen die. Ja, Roadkill. Richtig gut. Roadkill-Fucker. Keurechte, sagen wir. Keurechte. Sind doch Schwaben, bestimmt. Ja, nee, der Uli, der ist dann, glaube ich, auch verknackt worden. Also zur Geldstrafe, was anderes kriegst du ja dafür nicht. Wie viel das ist halt Tierquälerei. Das weiß ich doch nicht. Das kannst du mal recherchieren oder die Rechercheabteilung. Also, weiß nicht. Dann habe ich noch eine Geschichte. Eine zweite Geschichte habe ich noch. Eine habe ich noch. Geht wieder um was mit Tieren? Ja, sogar um was mit Katzen. Christoph, 26, hat die Katze aus Versehen beim Fremdgehen im Backofen gebraten. Moment. Soll ich die Geschichte erzählen? Viele Fragen. Eine Antwort. Ich. Also eine antwortet ich. Das Passt heißt, besser. Der war beim Fremdgehen, war der woanders und nicht bei sich zu Hause. Falsch. Folgendes Szenario. Die Freundin war im Urlaub mit ihren Eltern. Klassiker. Hat die Katze, 5 Wochen alt, bei ihrem Christoph, 26, gelassen. Christoph dachte sich, das sind mir 2 Wochen zu viel. Da kann ich nicht ohne. Hat sich die beste Freundin seiner Freundin geschnappt und mit ihr ein bisschen gerödelt. Und dabei, die haben sich eine Pizza gemacht. Was war halt so danach, Kohlenhydrate und so. Und dann ist aber aus Versehen das Kätzchen im Ofen gewesen, weil es dann natürlich so ein bisschen muggelig ist. Er hat immer die Ofentür offen. Beim Backen. Beim Bumsen. Beim Bumsen. Also, du musst dir vorstellen, so eine kleine Katze ist da unten reingegangen und es ist so ein, das war ihm auch wichtig, ein undurchsichtiges Blech hat er. Das heißt, die war in einem Winkel da drin, dass er sie gar nicht gesehen hat. Das heißt, er hat den Ofen einfach immer auf. Ja, weil er nämlich ein unordentlicher ist. Aber das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Also ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, wie groß jetzt die Küche von dem ist. Weiß aber ich auch nicht. Und der Ofentür immer offen zu haben, ist ja störend im Prinzip. Ja, kommt doch mal, wie groß die Küche ist. Du sagst, sie sagten es bereits. Naja. Naja, du bist da immer eher sehr kritisch. Ja, nee, ich bin überhaupt nicht kritisch. Ich bin da voll bei ihm. Also ich sage mal, was heutzutage alles auf Pizzen getan wird. Oh. Sauce Bouillabaisse ist das Stichwort. Da hast du ein kleines Kätzchen. Boah, hör doch auf. Naja. Voll die Haare. Welches Thema haben wir uns denn heute genommen? Außer richtig eklige Anrufe. Tiere, Tiere, Tiere. Animals, Animals, Animals. Heute geht's um die besten Feinde des Menschen. So ist es. Heute geht's um Tiere. Aber ja, um die besten Feinde. Du sagst es. Ja, du bist ja der Tierliebe von uns beiden, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele dir hier sehr in die Hände. Ich bin nämlich, muss ich sagen, in meiner Kindheit und Jugend lediglich mit Kaninchen aufgewachsen. Echt, du hast doch schon so viel anderes erzählt. Schildkröten zum Beispiel. Ja, in der Nachbarschaft, aber die hatte ich natürlich selber nie. Da musste ich mich nicht drum kümmern. Sexuell habe ich für die Befriedigung dieser Schildkröten manchmal beigetragen. Aber sonst musste ich mich nicht so drum kümmern. Ja, aber musstest du dich wirklich um Hasen kümmern? Ja. Um Hasen muss man einmal am Tag muss den Stall ausmisten. Alle 2 Tage. Das habe ich aber nie gemacht. Aber man müsste eigentlich. Wirklich. Das sind ja Stallhasen. Naja. Ich beginne einfach mal, um nicht dir zu viel Redezeit zu überlassen. Geht's noch? Geht's noch eigentlich? Geht's noch? Mit einer Rubrik. Welche Rubrik könnte denn heute kommen? Eigentlich könnte alles kommen, wenn man sich mal richtig überlegt. Aber war ja klar. Unsere Rubriken haben mit Tieren nämlich zu tun. Okay. Richtig. Der Titan ist ein Tier. Naja, also ich sage jetzt Genghis Khan und Pferd. Die Reiterhorden. So ist es, Reiterhof, habe ich gedacht. Wendy. Und Oliver Khan mit Bananen beworfen. Oh Gott, das ist aber schlimm. Ja, schlimm. Und mit Golfbällen. Noch schlimmer. Da finde ich einen Ticken besser, mit einem gewissen Understatement rübergebracht. Naja, aber hat ja getroffen, das ist sah nicht mehr gut aus. Ja, das stimmt. Also, meine Rubrik, das war aber auch klar, die ist so offensichtlich. Heute hast du dich ja sogar vorbereiten können auf die Rubrik. Ich bin immer auf alles vorbereitet. Jetzt sag doch mal die Rubrik an. Mein Lieblingstierquiz, das Tier des Jahres. Ob Klaue oder Pfote, ob Flosse oder Kralle, ich stelle hier die Fragen und du errätst sie alle. Hey, auf diese Rubrik bereite ich mich nie vor, weil es ja ein Quiz ist. Ja gut, aber du hättest mir ja in den Rücken fallen können. Ganz bösartig. So einer bin ich nicht. Müssen wir beide ein bisschen kichern. Überhaupt nicht.
Also jetzt stell mal deine Frage. Unangespitztes Messer in den Rücken gerammt. Stell mal deine Frage jetzt. Ich mache heute mal wieder einen Klassiker. Die letzten paar Mal, ja, das sehe ich ein. Böse, böse, böse war ich. Immer mal das Tier des Jahres aus der Schweiz oder aus den USA oder so. Heute machen wir mal wieder einen ganz, ganz gediegenen. Und zwar 2004 in Deutschland. Das Tier des Jahres. 2004? Ja, ich sag dir sogar den lateinischen Namen. Oh. Soll ich? Mach doch. Glies, Glies. Glies, Glies? Glies, Glies. War das nicht mal so eine Serie, wo die Leute so gesungen haben? Richtig. Das waren mehrere Serien, wo die Leute so gesungen haben. Das war ein Zweiteiler, war das. Ja. Glies, Glies. Das klingt nach... Was hatten wir schon? Bis jetzt hatten wir, wenn es um die deutschen Tiere des Jahres geht... Hast du es dir aufgeschrieben? Nein, um Gottes Willen. Hatten wir hauptsächlich Amphibien und Reptilien. Ach was? Ja, wir hatten damals die Unke... Wir hatten die Natter hatten wir einmal. Ah ja, ah ja. Und auch ganz am Anfang hatten wir noch den Seelöwen. Was ja eine Amphibie oder eine Echse ist, klar. Nee, aber da habe ich mich jetzt gerade erst dran erinnert. Deswegen würde ich jetzt sagen, jetzt gehst du mal weg davon so ein bisschen. Geh mal weg, bitte. Machen Sie mal bitte hier den Kofferraum auf. Gänsefleisch. Kannst du vielleicht mal den Kofferraum öffnen? Es ist keine, es ist keine Katze. Nee. Es ist hatten wir ja auch schon, ne? Die europäische Wildkatze. Ja, die hatte ich. Vorgetragen. Ja. Wurde ich neu gewählt, weil dann war da, es ist kein Wolf. Was könnte es noch sein? Es ist kein großes Landsäugetier. Ne. Es ist, ich gehe zurück, es ist so ein Frosch, so eine Unke. So eine kleine Kröte. So eine Kröte. Eine kleine Kröte? Was ist denn eine kleine Kröte? Eine kleine Kröte, wo das Weibchen aber sehr groß ist. Okay. Gefährlich groß. Auch für die Menschheit. Ja, aber wirklich. Wenn man da dran leckt. So eine ist das. Also, so eine. Ja. 2004 waren wir so ein bisschen psychedelisch drauf. Da macht es natürlich Sinn. Tatsächlich, ja. Ja, aber es macht Sinn. Also psychedelisch ist der richtige Eindruck, den du von dem Tier hast. Es ist der Siebenschläfer. Ein psychedelischer Bursche. Apropos psychedelisch, habt ihr eigentlich schon mal unser neues Facebook-Video gesehen? Das ist ein bisschen kaputt. Also, was ist denn der Siebenschläfer? Es ist ein nachtaktives Nagetier. Ja. Und jetzt kommt's. Das Einzige, was man mit Siebenschläfer so... Nee, erzähl. Bitte erzähl. Jetzt kommt's. Ja, ich habe noch einen Clou. Aber du kannst auch gern ein retardierendes Moment einfügen. Mach das mal bitte. Dass der seine neugeborenen Jungen, dass der dann nochmal drüber steigt, der Siebenschläfer. Sexuell? Ja. Warum? Muss in der Familie bleiben, sagt er. Eiweh. Das wusste ich oder nicht. War das ein anderes? Aber es gibt so kleine Nager, wo das dann, das sieht auch nicht gut aus. Danny, also das sind diese, Nager. Die haben auch keine Haare und nichts, sind frisch geboren und der andere. Das ist dem völlig egal. Muss die Rechercheabteilung, glaube ich, nochmal ran. Naja, ja, du weißt aber ungefähr, was ein Siebenschläfer ist. Es ist ähnlich wie ein Eiche oder ein Grauhörnchen. Ja. Und jetzt kommt's. In Italien, weil wir das vorhin von Christoph, 26, hatten. In Italien gibt es immer noch die Tradition, die zu essen. Die Siebenschläfer. Ist aber heute illegal in Italien, wird aber in manchen Regionen immer noch gemacht. Ja, ist er bedroht? Nee, wurde wieder zurückgenommen. Es war aber eine Zeit lang. Krankheiten. Wahrscheinlich. Und ursprünglich kommt das ganze, der ganze Bums aus der römischen Küche und wurde da als Snack oder Zwischengang gereicht. Zum Spieß. Ja. Und in Slowenien wird es heute noch gegessen. Und witzigerweise, im Englischen wird die Tradition auch aufrechterhalten. Da wird nicht gegessen mehr. In keinem angelsächsischen Land wird noch Siebenschläfer gegessen, aber... sehr gern getötet. Ja, genau. Nein, er heißt aber einfach noch im Englischen Edible Dormouse, also essbare Bilch. Der Bilch. Also ist aus der Familie der Bilche. Was ich eigentlich auch allein das schon klarer finde. Ja, aber der Mensch isst seine Tiere. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch wahnsinnig interessant, was der Mensch alles frisst. Siebenschläfer, Katzen ja, aber sind illegal. Warum? Warum nicht? Warum wird beim Schwein die Grenze gezogen? Zum Beispiel so ein süßes Hängebauchschweinchen, das so über die Wiese hoppelt. Aber das ist auch gut, weil das gefressen. Ja, weil das deine Essensreste frisst, oft. Ja, macht ein normales Schwein auch und trotzdem frisst es. Es kommt immer darauf an, wie du es hältst. Also kommt immer darauf an, wie du es hältst. Der Mensch, allgemein, die Menschheit. Ja, schließen wir mal die Rubrik, oder? Müssen wir, ne? Sie nennen mich Alpha Wolf, Sie nennen mich Silberrücken. Ich droppe hier die Tiere, die Audience entzücken. Ja. Das tut mir fast weil ein bisschen weh. Was der Mensch nämlich nicht nur macht, was der neben den, was der Bauer den Tieren kennt, essen, ist ja quasi das auch das Tiere ausstellen. Ja. In Zoos zum Beispiel. Und da wollte ich jetzt mal was zeigen, was vielleicht, ich pitch mal vielleicht eine neue Vielleicht-Rubrik von mir. What?
Wow! Die Local News. Ich liebe Lokalnachrichten von Zeitungen und ich habe einen Schmankerl rausgesucht zum Thema Tiere und Zoohaltung. Nämlich die norddeutschen neuesten Nachrichten. Die gibt's wirklich? Ja. Oh, da gab es doch mal diese extra drei Rubrik, als die NPD noch groß war. Als die NPD noch richtig groß war. Wie hieß, von wann ist das denn? Das Lied, das ich da gerade im Kopf habe. Weiß ich nicht. Und auf jeden Fall. Olli Schulz, als Musik noch richtig groß war. Titelt die, dass der Zoo Rostock Dick-Dick-Zuwachs bekommt. Ja. Und zwar, das sind Zwergantilopen, für alle, die es nicht kennen. Und es ist ein wahnsinnig langer Artikel. Es wäre so eine royale Geburt im Prinzip. Mhm. Rostock lebt es nach, also wahnsinnig. Auch mit einem Spannungsbogen wird er berichtet und da wird aufgeklärt über die verschiedenen Arten von Dick-Dicks, weil die bekommen so Kirk-Dick-Dicks. Es gibt aber auch die Silber-, Eritrea- und Günther-Dick-Dicks. Finde ich schade, dass die keine. Aber Günther-Dick-Dick ist doch einfach der Zoodirektor. Günther-Dick-Dick. Weißt du, aus der Familie der essbaren Bilche. Günther Dick-Dick. Und da wird berichtet, was für Futter die bekommen. Es gibt auch ein Exklusivinterview mit Antje Zimmermann. Das ist eine, die einfach so dabei steht. Und Zoo-Kuratorin, die interessiert sich ja überhaupt nicht für die Viecher. Rechts am Rand in vier Zeilen wird abgehandelt, was heute wieder brennt in Rostock. Lichtenhagen. Ja. Wahnsinn. Ja, kaputt. Kaputtes NNN. Und auf jeden Fall, das fand ich sehr schön. Das war ein elendig langer Artikel über eigentlich etwas sehr Unbedeutendes. Wie bist du denn da drauf gestoßen? Hast du dir gedacht, tierlieb.de? Nee, ich habe mir jetzt erst gedacht, ich wollte mal so ein bisschen Lokalnachrichten reinbringen. Ja. Und habe mir gedacht, was geht eigentlich in Deutschlands großen Zoogehegen? Was geht da eigentlich so? Und dann hast du gedacht, nehme ich aber Rostock stattdessen. Ja, warum denn nicht Rostock? Ja. Die bauen den Zoo massiv um in den letzten Jahrzehnten und da ist vieles besser geworden. Ja? Ja, und mit den Dick-Dicks, glaube ich, Tan und Sophie. Da läuft es richtig jetzt dann. Das glaube ich auch. Tann und Häuser. Noch ein bisschen so Klassiker reinzubringen. Ja, Wahnsinn. Aber es ist ja nicht das Einzige, was sich ganz brandaktuell mit Tieren tut. Zum Beispiel, wo wirklich keine brandaktuell großen, von Rostock, ne? Das ist eine gute Überleitung. Der großen Nachrichtensender drüber geschwiegen hat, ist die A2. Was? Die Sagentiere auf der A2. Was? Da gab es doch den großen Aufreger, dass eine Tierkommunikatorin und eine selbsterklärte Elfenbeauftragte sind über die A2 gefahren und haben... Stopp! Warum? Weil es da so viele Unfälle gibt und die glauben, dass Elfen und Trolle dafür verantwortlich sind und wollten die Bereiche energetisch versiegeln. Und zwar haben die das gemacht in Kooperation mit der Straßenbaubehörde. Da muss die Rechercheabteilung leider. Nee, da war wahnsinnig viele Artikel in der Zeitung, dass sich jetzt auch das Ministerium dagegen gewehrt hat. Hätten sie es gewusst, hätten sie es verhindert. Das Ministerium für Zauberei. und auf jeden Fall, also, dass den Leuten einfach nicht, also, die nicht geholfen wird, sie haben gesagt, gut, versiegelt jetzt den Bums. Da hängt doch der alte Weasley mit drin. Jetzt ist der Bums versiegelt. Was ist denn da los? Da habe ich auch gedacht. Wo ist denn die A2? Wo läuft die denn? Die A2? Ist nicht so ganz gut. Ja, super. Irgendwo im Norden, ne? Bei Hamburg, denke ich mal. Also auf jeden Fall gibt es wahnsinnig viele Unfälle. Und, ich glaube, da gibt es auch nicht Wahnsinn. Da gibt es eine 0,Stelle mehr wahrscheinlich als in anderen Bereichen. Es war auf jeden Fall so wichtig, dass es jetzt versiegelt ist. Es müssen Feen sein. Ja, aber die Leute brauchen eigentlich Hilfe. Die Leute brauchen eigentlich Hilfe. Ich finde es nicht gut, dass man das so unterstützt. Nee. Ja. Ich glaube auch, das Straßenbauamt hat gesagt, weiß es ist die Nichte vom Chef, die muss mal von der Straße die weg. Sind auf, die sind auf dem Standstreifen da so lang gefahren, ganz langsam und haben alles versiegelt. Vor allem eine Wildtierbeauftragte war die andere? Eine Tierkommunikation. Also die hat dann gleichzeitig auf der anderen Seite neben dem Zaun hat die einfach die Wildschweine abgehalten. Mit Wildtierkommunikation, hat mit denen gesprochen, über, was weiß ich, Eicheln. Also essbare Eicheln. Darüber hat die gesprochen mit denen. Wahnsinn. Während die andere irgendwelche Zaubersprüche mit so einem flog auch teilweise durch die Luft. Was ist das für eine Kacke? Wir leben im dritten Jahrhundert nach der Aufklärung. Ich wollte es nur mal allgemein in die Runde werfen. Im dritten Jahrtausend nach der Zeitenwende. Da kommt sehr viel alte Angst wieder hoch. Merke ich schon. Da suppt's noch aus den Löchern der Magie. Ja, mein Gott. Das ist schon richtig abgefahren. Ich habe mich vorhin mit Globuli in Verbindung gebracht, ja? Das ist aber was ganz anderes. Ja, da ist wenigstens, immerhin hat man da noch das Gefühl, als würde was wirken. Wahnsinn. Das ist wirklich abgefahren. Und sowas gibt es ja dann nicht nur, wenn es Sagentiere betrifft. Zum Beispiel war ich als Kind, ich habe mich dann erinnert, wo ich mir gedacht habe, also was,
was Leute alles für Schmarrn machen mit Tieren, Sagentiere oder reale Viecher. Mit Sagentieren übrigens, nur mal an unsere kranke Hörerschaft, könnt ihr so viel Schmarrn machen, wie ihr wollt. Die gibt's nämlich nicht. Weiter. Ich war als Kind einmal bei einer Reitprozession. Oh ja, da war ich auch. Und bei der gleichen. Da gibt es ja so ganz viel in Deutschland, so Johannesritt und Leonhardiritt. Und nicht zu Unrecht ist der heilige Leonhard von Limoges auch so ein essbarer Bild. Der Heilige und der Beschützer von Pferden und dem psychisch Kranken. Denn wer, bevor er da rausreitet, sagt, also die Mähne flechte ich doch jetzt von meinem Pferd. Ja, also ist doch wirklich abgefahren. Vor allem, vorher würde ich meine Mähnen flechten. Also das ist wirklich, da habe ich mir auch schon gedacht, also Leute, jetzt irgendwann ist doch mal vorbei. Ja, das stimmt. Aber es gibt so irre Geschichten. Zum Beispiel hängt in Lüneburg hängt ein Wildschweinknochen im Rathaus. Warum? Weil das Wildschwein laut der Sage, dieses Wildschwein soll die Lüneburger darauf aufmerksam gemacht haben, dass es in ihrer Gegend Salz gibt. Und es war dafür verantwortlich, dass die Stadt im Mittelalter zu großem Reichtum gelangte. Das ist doch absoluter Wahnsinn, was der Mensch dafür in Mumpitz in Verbindung bringt mit dem Tier. Aber wir unterscheiden ja als Menschen des 21. Jahrhunderts, so wir nicht an Feen glauben, unterscheiden wir in drei Varianten. Also Sagentiere und dann die echten Tiere nochmal in zwei Kategorien, nämlich in Haus- und in Wildtiere, jedenfalls in Deutschland. Beziehungsweise Wild- und Nutztiere. Ja, wobei dann differenziert man wahrscheinlich schon mal zwischen Haus- und Nutztieren. Ja, das Haustier ja auch nutzen. Psychische Stabilität herbeiführt. Ja. Und zwar schnell. Ja, jedenfalls, ich habe mich nochmal überlegt, was ist denn überhaupt ein Wildtier? Weil es hat mich mal echt interessiert und es ist rechtlich, Zitat, herrenlos, sogenannte wilde Tiere. Das heißt, niemand hat Eigentum an ihnen. Heutzutage. War auch mal anders. Die einzige Einschränkung ist, solange sie sich in der Freiheit befinden. Was ich ganz witzig finde, weil, weiß ich nicht, du machst was Illegales, wenn du den Hirsch irgendwie in den Zwinger treibst, aber wenn er da drin ist, kannst du machen, was du willst mit ihm. Dann läuft's. Ja, das ist doch Wahnsinn. So richtig frei sind die ja auch alle nicht mehr. Nee. Aber es wird ja auch immer gejagt nach dieser großen Freiheit der Tiere in Tierdokumentationen. Ja. Und da kann man dann im Fernsehen sehen, wie es. Darüber wollte ich heute nicht reden. Ja, ich aber. Ja, das habe ich schon gemerkt. Tierdokus. Und ich finde, Tierdokus sind wahnsinnig ähnlich aufgebaut. Da wird dann immer rausgegangen und dann finden sie nichts und dann ganz zum Schluss, in der letzten Aufnahme wird entweder, wenn es ein Reptil ist, wird das Größte überhaupt gefunden, so eine Riesenanaconda oder ein großes Nilkrokodil. Im Leipziger Zoo? Das sind doch Tierdokus. Das sind keine Tierdokus, das sind Zoodokus. Ja, das sind Tierzoo. Was zeigen die? Die im Zoo zeigen den Alltag im Zoo und die anderen zeigen Leute, die Tiere suchen. Und das andere sind, dokumentiert den Zoo und das dokumentiert die Tiere. Ne, das ist alles das Gleiche. Ein Pott und umrühren. Das ist alles mit irgendwie Fall, Elefant, rosa, Bilch und Co. Wenn bei den normalen Tierdokus, wenn die dann so Säugetiere zum Beispiel, wenn die denen aufflauen, dann ist immer in der letzte Einstellung ist dann immer, wenn sie kurz bevor sie abziehen, sehen sie dann noch irgendwie so eine, die gerade mit so einem kleinen Jungtier rumläuft. Geburt wird nie gezeigt, weil Geburt wirklich nix, kein Tier. Ich habe ich noch nie gesehen, sowas. Was? Ich kenne bisher immer nur, ich kenne entweder du hast dieses, noch nie eine Tierdoku gesehen. Ja, wo Menschen zu sehen sind. Wo Menschen da durch die Savanne laufen. Das habe ich noch nie gesehen. Leute, das ist amerikanisch, glaube ich. Das macht man in Amerika mehr. In Deutschland macht man wunderbare Bilder und dann wird einfach getötet in der Wildnis. Dann wird irgendwie ein Krokodil schnappt sich das kleinste Gnu aus der Herde, das gleichzeitig aber auf der anderen Seite noch von drei Löwen in der Mitte geteilt wird. Ja, sowas. Da, mit Geburt. Da wird getötet und gestorben und mehr passiert da nicht. Ja, und Geburten werden aber auch nicht gezeigt, weil das ist echt unschön. Habe ich aber auch schon gesehen. Eine Gazelle. Ich habe Schlangen lebend Geburt gesehen. Ja. Es gibt ja Schlangen, die Eier legen und Schlangen, die lebend gebären. Das war ein unschöner Anblick. Schlangen lebend Geburt. Hat sich eingebrannt. Aber ich finde, Schlangentotgeburt wäre vielleicht noch viel schlimmer gewesen. Naja, aber ich fand bei mir dieses Prägnant, dass sie lautlos so geschrien hat, dieses Neugeborene, so ein bisschen verklebtes Gesicht. Voldemort im Kessel, im Kupferkessel. Ja, aber ich finde, die einzig alles wahren, Harry Potter-lastig. Einzig wahren Tierdokus sind von Cyrac. Sagt ihr Cyrac noch was? Nein, habe ich nie gehört. Wie gesagt, ich habe keine amerikanische Sendung gesehen. Niemals. Und zwar,
Und zwar zeigt er auch auf, dass die Tiere auch so ein bisschen abstrakt mal darstellen können. Falls man so ein Tier hat, das eine Identitätsstörung haben könnte, das gerne mal eine Spinne geworden wäre. Der hat so Tiere animiert, das war die frühe Zeit von YouTube. Und Okay. der hat da Videos von Tieren und hat die dann so verändert, dass es so Spinnen werden, auf einmal so rumlaufen zum Beispiel. Also Gute Sachen. LSD-Scheiße. Nein, Nö, einfach schon nur zeigen, ernsthaft. was Was man man da kann. Gutes machen kann. Was man alles machen kann. Ja, ich habe noch richtig viel Sachen. Noch Ja, richtig sagt es viel. doch. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das heute alles hier Na reinpacken können. klar, na klar, worum geht's denn bei der großen Welt der Ich Tiere? wollte noch mal kurz zurück zu Domian. Domian ist ja nicht nur eine Radiosendung, sondern Domian ist ja auch sozusagen im Fernsehen oft und oft zu sehen gewesen, im WDR. Und da konnte man dann endlich dann auch mal von der Seite sehen. Richtig, aber man konnte auch im Studio immer und immer wieder einen weißen Porzellanhirschen sehen. Ja. Eine Nippesfigur. Ja, die jetzt in der Geriatrie steht, oder wo war das? Darüber Ja. haben wir uns ja auch schon mal unterhalten. Ja. Ist der Hirsch ein Wildtier? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Der Hirsch. Ja. Ja, schon, Weil. der gehört ja niemandem. Der König des Waldes. Ja, aber Wenn irgendwie der gehört. nicht Ja, laut der Chef ist. Definition von irgendeinem Forstamt, das aber doch hat doch nichts damit zu tun. Ich finde, er war bis zum Ende des Römischen Reichs mindestens noch jedem offen. Jeder konnte ihn jagen. Ach so, geschichtlich meinst du? Nö, dann nur noch für den Hochadel für lange Zeit. Aber heute leben diese echten Hirsche, können ja ohne den Menschen nicht mehr leben. Sie ja nicht mehr, können ja nicht mehr leben. Die werden Ach, im du Winter meinst, mit Futter versorgt. weil die zugefüttert werden? Die werden zugefüttert. Und weil er sonst die jungen Bäumchen kaputt macht und Ja. sonst würden die Menschen ihn kaputt machen, weil er die jungen Bäumchen kaputt macht. Also das hat ja mit Wildtieren nicht mehr viel zu tun. Das ist, finde ich, das sind diese moralischen Fragen, die du im Umgang mit der Natur, jedenfalls in Mitteleuropa, dir stellen musst. Ja, Weil in das ist Mitteleuropa. ja. Es gibt ja, es gibt natürlich dann auch Hirsche abseits von Mitteleuropa. Ja, im weitesten Sinne, ja. Hast recht. Die leben auch vielleicht noch als Wildtiere, aber ich finde, in Mitteleuropa kann man von einem Wildtier im klassischen Sinne nur noch in ganz geringen Ausnahmen reden. Oder bei Insekten dann wieder. Wobei, Weil weiß ja auch nicht, die also da weiß ich Insekten es auch einfach nicht, alles ob die können. jetzt von uns abhängig sind. Es gibt sicherlich so Schweißtierchen, die immer nur mir hinterherlaufen, wenn ich schwitze. In Tagen wie diesen ist es immer sehr, Da ist sehr, Party bei den sehr, Schweißtierchen. sehr nahhaft, ja. Ja, und was ich noch viel interessanter fände, also insgesamt werden 70.000 Tiere pro Jahr, also Hirsche, pro Jahr in Deutschland abgeknallt. Gibt es da so einen Prozentsatz, wie viel Nee. alt und schwach und wie Nee, viel das ist zwei. Kleine kleine Männchen? Ficker sind. Nö, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber viel interessanter eigentlich als das echte Tier interessiere ich mich ja eigentlich für das Wappentier Achso, ich Hirsch. dachte fürs Geschnetzelte. Ja, das ist auch nicht schlecht. Aber für das Wappentier Hirsch, Das ist schon spannend. ja, Steht es für ist geballte Sexualität. wahrscheinlich, nee, es ist eine Und gemeine das. Figur. Eigentlich eine sehr gemeine Figur. Klimaschlangenzunge. Also in der Heraldik redet man von einer gemeinen Figur, wenn es sich um dieses klassische Wappen handelt. Und da drin ist der Hirsch zu sehen. Es gibt ja auch noch zum Beispiel Helmdecken und solche Sachen. Aber eine gemeine Figur flüstert dem König etwas ein und ist gleichzeitig das eigentliche Wappen. Ja, aber der König des Waldes, also der Hirsch macht schon was her. Der macht schon, der macht. Ja, ich Uiuiuiui. sage jetzt mal im Gegensatz zum Löwen, der außer seiner Mähne wirklich gar nichts hat und Mhm. in der Sonne liegt und schläft den ganzen Stimmt, Tag. stimmt. In der Wappenkunde sind die Endenanzahl Ja. des Geweihs wichtig. Weil alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz, es ist vorbei. Es war gerappt. Hast gemerkt, ne? Ich wollte mir gerade mal überlegen, vielleicht mache ich mal so eine neue Rubrik Heraldik auf. Das wäre schön. Wenn ich ein bisschen Mitsprache hätte, wäre es auch ganz cool. Weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht. Ja, aber Heraldik ist wirklich immer spannendes. Ganz spannendes Thema. Findest du? Ja. Ich hab dich so kritisch angeguckt. Ja, naja, gut. Jetzt haben wir noch so viel vorbereitet, ne? Und die Zeit, die drängt aus dem Städele hinaus. Es geht. Es geht. Sollen wir noch eine Rubrik reinhauen? Hast du einen Vorschlag? Spontan? Wikipedianer? Alles klar. Alles klar. Denselben Song.
Wikipedianer des Monats. Dann hauen wir mal das Intro rein, ne? Haben wir schon. Ach, ist schon. Mein Wikipedianer der Woche, Monat muss man jetzt ja ehrlicherweise sagen, ist der Benutzer Tierinsel. Das ist Galapagos, oder was? Richtig. Nein, der ist im Hundeportal organisiert. Schwer organisiert. Aber das ist doch dieser neue Wes Anderson-Film, Isle of Dogs. Ja, genau. So in die Richtung geht's. Aber es geht um reinrassige Viecher und nicht um so Mischlingsbagage wie in dem Film. Aber mir fiel bei Tierinsel sofort die Serie Oiski Boiski ein. Kennst du die? Ja. Neues von Noahs Insel. Es war eine Zeichentricksendung, die lief von 97 bis 99, kam mir aber länger vor im Nachhinein. Und da sind verschiedene Tiere auf einer Insel und werden von dem Eisbären angeführt. Und diese Insel ist, glaube ich, steuerbar, wenn ich richtig informiert bin. Aber es sind auch zum Beispiel ausgestorbene Tiere dabei. Es sind Mammuts dabei und ein Dodo. Dodo muss immer mit dabei sein. Dodo ist immer dabei. Für gute Geschichten muss ein Dodo dabei sein. Das war mein Wikipedianer und ein Ausflug in die Kinderheilkunde, hätte ich fast gesagt. Mein Wikipedianer des Monats ist Ephraim 33. Oh. Ephraim 33 ist Admin, mischt also quasi in jedem Portal mit. Ja. Hat eine ganz nette Frau. Eine ganz nette Skizze von sich selbst auf seiner Benutzerseite, die er mit 4 Jahren angefertigt hat, damals schon mit Bart. Ja, natürlich. Er beschäftigt sich mit Nobelpreisträgern, verschiedenen Bands und Pferdetresur unter anderem. Weißt du, was ich gerade verstanden habe am Anfang? Pferdetresur. Einfach so schöne Hufe hinter Glas, hinter Gittern, meine ich. So, bitte? Ja, das ist wieder Pferdeboxen gibt es doch auch. Pferdeboxen. Wo die hinter Autos so hergezogen werden. Kennst du das, wo in den 20er Jahren, wo so Pferde von so 20 Meter Brettern runtergesprungen sind mit Reitern drauf? Das gab's. Ja. Alles mal. Und auf jeden Fall hat Ephraim 33 in der Wikipedia was etabliert, und zwar die Blume der Woche. Und die Blume der Woche ist ein random Bild, was irgendein Stock-Footage-Bild einer Blume. Nee, es ist ein Wikimedia Commons-Bild einer Blume. Ja. So viel Zeit muss sein. Und das wurde dann einmal wöchentlich, hat er das verliehen an jemanden, der gute Arbeit leistet. Ist aber vorbei, das hat dann, oder was? 2015 hat es pausiert, war vorbei, aber jetzt kommt's. Seit 2018 macht er weiter. Das Comeback of the Year ist die Blume der Woche und dafür ist Ephraim 33 mein Wikipedia. Und das finde ich ist ein gutes Stichwort, Schlusswort zur Sendung über Tiere. Ephraim 33, wir lieben dich. Wikipedianer des Monats. Tschüss, bis nächste Woche. Wiederhören. Trennt euch bitte.